aber 6 mal 6. Also musst du noch einen dazu tun. Wie viel? 30 plus 6. Du musst die 6 dazu tun, nicht nur 1. Ne? 36. Meine Mutter wird 60 dieses Jahr. Glückwunsch, Mutti. Ja, meine Mutter wird nächstes Jahr 60. Mhm. Ich werde 40. Ich weiß noch, mein Sohn wird 20. Als ich 18 war und wir uns kennengelernt hatten. Ich gehe jetzt nach unten im Laden. Bis später. Zu Ende gefrühstückt. Der war halt schon hier unten. Nicht, dass ihr denkt, ich mache jetzt erst auf um 9.40 Uhr. Nein, ich bin pünktlich um 9 Uhr hier unten gewesen. Hab schon ein paar Räder rausgegeben, ein paar Räder angenommen. Einen Auftrag haben wir schon. Und jetzt mache ich auf und lege los. Jo, liebe Leute, was haben wir hier? Also. Nochmal, da ist er nochmal, da steht ein Rad, das steht seit Samstag schon hier, das habe ich Samstagabend als letztes dann gemacht, da habe ich ein Schloss geknackt und zwar ein Rahmenschloss, das befand sich hier. Da hat jemand nämlich versucht, wir haben den Originalschlüssel, aber der hat kurioserweise nicht mehr reingepasst. Wie kann das sein? Naja, da hat jemand versucht, das Schloss zu knacken. So, und wenn man das Schloss dann knackt und im Zylinder rumwirkt, dann kann es halt sein, dass der Originalschlüssel nicht mehr passt. Das war hier der Fall. Also musste ich es abschrauben, zur Seite drehen und aufknacken mit dem Bolzenschneider. Das hat ganz gut geklappt. Und zwar mit dem. Ja, ja, ja. Ist ganz schön mitgenommen, mittlerweile schon, muss man sagen. Aber es ist halt ein grandioses Stück. Ja, jetzt geht's los im Laden, auf alle Fälle. Den ersten Auftrag habe ich, wie gesagt schon. Und werde ich jetzt mal erledigen. Ah, Fenster endlich offen. So, Plattenreifen. Erster Auftrag dieser Woche ist ein platter Reifen. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre ich gar nicht weg gewesen hier in diesem Laden. Erster Auftrag in dieser Woche. Erster Auftrag in dieser Woche. Ja, Mann, dein Rad ist total Schrott. Total Schrott. Schrott, Schrott. Ja, ist es. Jetzt aber wirklich. Ja. Weil man kriegt das Lager nicht raus. Also das Lager, beziehungsweise das Lager muss mit raus. Sagen wir mal so, das wäre jetzt Stufe Nummer 1. Lager raus. Der Fremde ist wieder da. Ja, scheiße. Der schwarze Mann aus dem Keller. Der Fremde ist wieder da. Ja, das ist scheiße. Aber was willst du machen? Ich meine, ja, und dann sagt noch, der Nachbar sagt doch zu mir jetzt am Dach, er hat mich so aufgeregt. Ja. Sagt er noch, ja, hier, 8 Stunden reichen doch. Das ist immer so laut vorm Laden. Ich sage, das reicht überhaupt nicht. Das reicht wieder hinten nach vorne. Kinder kosten. Ist halt auch so. Ich meine, es ist auch nicht so, dass ich mich hier dumm und dämlich verdiene, ja, weil es sind so viel Konkurrenz quasi. Hat der dich gefragt? Hat der Andi gesagt. Hada. Regnet? Mal reinbringen. Na, biometrischer Ausweis und so. Muss mal reinbringen jetzt. Reinbringen. Hast du. Sieh mal. Kaffee. Hm. Ah, ein Stück Draht hier drin. Was gibt's denn? Nichts.
Keine Antwort, keine Antwort, keine Antwort, ist auch eine Antwort. Die Reifen sind top. Tour Plus. Die kosten richtig Geld. Plus. €80, die Reifen alleine. Ja. Kette neu mache ich jetzt. Bolt Cutter. Zack. Kaumi. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist schön hier. Ich dachte, dann kommen wir so plopp drin. Tja. Oh mein Gott, das war so warm da drin. Was war passiert? Was ist mit meiner Frau los? Ey, voll Mrs. Krabs hier. Du musst mich rausschneiden. Sieht schlimm aus. Rausschneiden? Die wird nicht rausgeschnitten, drin geschnitten extra. Aber es hat Spaß gemacht. Werf sie in warmes Wasser. Die ist ein Hummer. Hat Spaß gemacht. Ja. Schön. Sporty Spice habe ich jetzt zur Frau. Oder auch Sporty Schweiß. Quatsch. Das schmeckt überhaupt nicht. Was ist denn Titte? Quitte. Schmeckt so, als wenn es schlecht wäre. Was eine gute Zeit. Kannst du mal ganz kurz mit deine Hände halten? Nee, oder was? Ist nicht so, nicht so voll. Aber war jetzt auch nicht super leer. Aber es war nicht so viele Leute. Und eine, ey. Streichholz, eine Frau. Strohstreichholz. Strohhalm wollte ich sagen. Strohholz. Und, das, und die hat dann da trainiert und trainiert und die war echt schon so, weißt du, so man alles gesehen hat. Anorex. Ja, sehr schlimm. Wie sehr schlimm? Sehr gut. Nee, das heißt. Die sah echt krank aus. Was? Ja, wegen meiner Röte muss ich noch irgendwas machen. Was mache ich denn dann, damit ich nicht so knallrot da rauskomme? Dampfbad. Oder so. Meinst du, man gewöhnt sich irgendwann? Gewöhnt ja, sich daran, natürlich. Ne? Ey, dein Kopf wird explodiert. Ey, dein Blutdruck, der ist zum ersten Mal seit 1900, das sagt schon alle, in Wallung geraten. Bei deiner Geburt war das letzte Mal in Wallung. Bei deiner eigenen Geburt. Das stimmt gar nicht. Und ja, das muss ich mal dran gewöhnen. So. So sieht sie vorher aus. Gerade frisch lackiert. Ey, leider läuft es ein bisschen. Ey, Idiot. Ich im Dunkeln lackiert. Habe ich nicht gesehen. So, so, so. Ein neuer Sattel ist da. Hurra, hurra. Ein neuer Sattel ist da. Hurra. Freundlichster Verkäufer vom BBF ever? Ever? Ja? Ja. Du bist ja schon mal abgemahnt worden. Abgemahnt. Super. Jeden Tag dreh ich. Sehr gut. Und möchtest du, soll ich das heute nochmal schneiden oder möchtest du selbst machen? Kannst du, ich weiß nicht, musst du, wir müssen mal sehen, wie du vielleicht was gut ist, yeah, wenn du mal Zeit hast, yeah, einen Tag. Ach so, okay. Ganzen Tag. Vielleicht auch mal komplett. Ja. Yeah. Mit deiner Kamera. Ja, genau. Also machst eine Dokumentation quasi. Ja, yeah, ja. Yeah. Mit deiner Kamera, yeah, mit deinem, so wie du denkst. Ja. Yeah. Nicht Interview, aber nur begleiten. Ja. Yeah. Morgens aufstehen. Okay.
bis abends ins Bett geht. Wird ein langer Tag für dich. Ja. Aber es ist nur ein Tag. Ja. Und dann kannst du von dem Material okay. vielleicht auch richtig schneiden, wie du... Das können wir auch machen. Also wenn du das willst. Ich weiß nicht, ob das ja, besser ist für dich, weil dann weißt natürlich, du... Natürlich, ich will das. Und dann kann man aber so auf 40 Minuten ungefähr. Ja. Dokumentation. Insgesamt. Länger, so 40 Minuten. Möchtest du hochladen, ja? 40 Minuten. Ja, warum nicht? Ich habe schon 3 Stunden hochgeladen, das ist kein Problem. 40 Minuten. Oh. Nein, also eine Dokumentation. Naja. Was für eine Dokumentation? 30 Minuten sind zu kurz. Ja. Weißt du? Ja. Das ist so. So. Naja, ich hab schon mal 40 Minuten Dokumentation gemacht, zweimal oder so. Aber es dauert Tage zu drehen und dann Monate zu schneiden. Nein, es geht da wirklich nur. Ja. Ja, nein, es geht wirklich nur um einen Tag. Okay, aber das kriegt man. Ich krieg anders gedreht aus das. Ja. Na, nicht aus das, sondern aus deinem. Ja, ja, wenn ja. du kann ich mich begleitest, so zack, zack. Aber es wird ein bisschen mehr teuer. Als, ja, na, das ist klar. Das muss kein Problem. Also, dann kannst du halt so ein bisschen ja. professioneller dein Ding professionell machen, gucke, so wie du denkst. Sehr gut. Ne? Ja. Fahrradladen. Im Mundelhaken. Ja, wollen wir erstmal das nach oben bringen hier. Das ist ja Anu. Pedaltausch. Was hast du gefunden? Ja. Nee. Ja, die lag in dem Schubfach mit den Lichtern drin. Nee. Ja, hier ist er. Da. Ah. Ja. Hier. Nee, kommt ja nicht weg, klar, aber. Ja, im Schubfach. Mann, Dennis. Endpunktwerkzeug. Ich bin glücklich. Yeah. Das Werkzeug, also ist ja wirklich, der Schlüssel ist wieder da. Schlüssel ist wieder da. Japan. Ja, 80, 90 Euro, ne? 90 Euro, Dennis, 90 Euro. Ja, Gott sei Dank ist der wieder da. Genau. Dann kam eins zum anderen und so, dann kam dit. Ja, dann haben sie ihre Freunde nicht untergebracht bekommen, quasi, wenn du so willst. Und ab. Boah, do not sleep a monster. Do not kick dumpster. Ach nee, machen wir nicht. Bitte nicht. Hast du Polen vertauscht? Ja. Ein Diagnose. Na, was haben wir denn hier? Kassette muss ab, 105er vom Freilaufkörper. Der Freilaufkörper ist im Arsch, weil... Da ist jetzt Lager noch drin. Naja. Also, Nur mal schnell. Und wie ist Bescheid? Ja,
Hurra, hurra, der Jan ist da. Der nimmt euch jetzt mal mit und macht jetzt einen Schnitt. Und wo ist er? Tada! It's time for cut. Time to cut. Und jetzt macht Tommy die letzte Aufnahme und sagt... Und sagt, habe ich schon. Also, okay. Hurra, hurra, der Jan ist da. Der nimmt euch jetzt mal mit und macht den neuen Schnitt. Und du kannst die Bestellungen machen. Ich mache Bestellung, genau. Und ausruhen nach 14 Stunden. Jawohl, Chef. Jawohl, Chef, mach ich. Sehr gut. Also, wunderbar. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Dennis. Ciao. Wunderbar. Marlies. Hallo. Sag ciao. Tschüss. Ja, wunderbar. Klappt alles doch wie am Schnürchen hier.